Wer hat das erzählt? Warum sollten er 3 Jahre bekommen haben? Für 3 Jahre, da muss er ganz großes Ding gezogen haben. Ich habe gehört, dass sie ihn angezeigt hat. Sie hat ihn angezeigt wegen Diebstahl. So, habe ich gehört. Bei der ist alles möglich. Mhm. Der kann sich nicht über den Weg fahren. Die liegt ja sowieso. Wir reden über eine Person, die nimmt sich extra ein Taxi, um nach Waldkraiburg zum Beispiel zum Einkaufen gehen. Sie können ja den Stadtbus nehmen, den Citybus. Das macht sie aber nicht. Nimmt sich ein Taxi und zahlt 20 Euro am Tag. So sieht's aus. Mir sagt auch kein Name, Anna. Klaus, wie sieht deine Zukunft aus? Ich offenbare dich. Ich habe keine Pläne. Frauenmäßig. Würdest du noch heiraten wollen, wenn du die richtige findest? Nein. Nicht? Ja, der Klaus war 8 Jahre lang mit der Inge zusammen. Ich bleibe jetzt allein. 8 Jahre, eine lange Zeit. Ich habe jetzt 3 Bindungen, mir reicht es. Klaus, dir reicht's nicht, weil du bist noch... Ja, ich will nicht ganz allein bleiben, aber warum soll ich heute noch mehr heiraten? Du bist nicht der Typ, der wo alleine bleibt. Die ersten war ich 5 Jahre zusammen, die anderen 10 Jahre, mit ihr auch 10 Jahre. Ich konnte mit einer zusammenleben, aber meine Wohnung heute immer, weißt du? Ich konnte seine Wohnung haben und nicht mehr wohnen. Eigene Wohnung ist Gold wert. Eigene Wohnung ist. Und beim. Ich war da in Waldkraiburg gar nicht auszogen, wenn ich mir die Wohnung gegeben hätte, aber das war es, hat er gesagt. Was da? Ich hab zu ihr gesagt, wir haben am Anfang jemanden getroffen, wo du gewohnt hast. Ja. Das habe ich ja gesagt, da ist neben uns geguckt mit der Type da, wo ganz komisches Gesicht hat, die Tussi da, ja. Mit so einem Marmorgesicht. Die hat mich ganz komisch angeschaut. So auf die Art, ich weiß nicht, entweder hat was gegeben oder was weiß ich. Und er war gerade nebendran. Wir haben Kaffee getrunken, gell? Der Hausherr. Und sie war dabei und kein Wort. Wenn der nur ein Wort gesagt hätte, dann hätte ich so eine rübergeschnallt. Ich habe 8 Jahre umsonst gewohnt. Ja, der Klaus hat 8 Jahre lang in Anfang irgendwo gewohnt, in Untermiete. Bei so einem Schlawiner. Mir sage keinen Namen. Normalerweise gehört denn die Fresse poliert. Schau mal, der Hund. Jetzt hat es auch schon langsam. Ja? Die Haare vergehen. Jetzt will ich mich beschäftigen mit dem Garten, weißt du, da mag ich ja gar nichts mehr machen. Wir kommen dich besuchen, wenn schönes Wetter ist. Ja, jetzt tue ich sauber putzen herinnen und fertig, weißt du? Dann bin ich mit dem Hund vorher unterwegs. Ist weißt? Ja gut. Ist der Stube rein? Ja, ja. Gott sei Dank. Ach, wenn ich den Stoppplatz habe, die ganzen Frauen, Majestät, du bist sehr schick. Ja, du, ein Nachbar von mir, der hat sich einen Hund angeschafft und jetzt hat er Freundin seit 3 Jahren. Das ist so, das bei ist dem, so. Bei dem, wo ich gearbeitet habe als Maler, gell, der hat zu mir gesagt, der arbeitet beim Fernsehen, schafft einen Hund, dann lernst du viele Frauen kennen. Ich sage, weil die gingen oben Gasse, in der Frühgasse. Also wenn ich so mal 60, 70 werden sollte, dann schaffe ich mir ein Rudel voller Dobermänner. Aber nicht, dass du dann Frauen vorschmeißt, wie die anderen jetzt. Du, was ist denn eigentlich mit der Manu? Die habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Ich habe jetzt gleich in Mühldorf, wo es gesagt hat, sie ist rausgekommen. In Waldkraiburg ist jemand gestorben, mit dem war die Manu immer zusammen. Mit so einem langer Kerler war das. So ein grausiges Haar hat er gehabt, den mischst du kennen. Weißt du, wann ich das letzte Mal gesehen habe, vor einem halben Jahr? In Mühldorf. Der ganze Nacht möchte er spielen, weißt du? Der geht nicht ins Bett, nichts. In der Früh weckt er mich auf, da schlägt er mir Füße ab und dann kommt er am Kopf mit der Pfoten, weißt du? Da muss ich aufstehen. Du, was ist denn eigentlich mit der Frau los? Ist die doch auf dem Rollstuhl oder nicht? Ja. Ja, was hast du mit der gemacht auf dem Rollstuhl? Ich? Bei dem Krankenhaus haben sie mir gesagt, die hätten dich gekannt. Du wärst mit einer Frau, die mit ganz kurzen Haaren, oder die hatte keine Haare mehr am Kopf, weil sie Chemotherapie gemacht hat, mit der wärst du immer rein und rausgegangen aus dem Krankenhaus. Ja, die haben immer raus und reingefahren. Aber ja, hat die niemand. Ja, die Eltern halt. Die will ja kein Freund, die will ja allein bleiben.
Aber wäre krank, weißt du? Ja. Und wie sieht die Prognose aus? Ja, jetzt ist es so, die muss jetzt die Chemo noch ein Jahr machen. Da hat so eine Schwächeanfälle und alles, weißt du, muss wieder schlafen. Da bin ich froh, dass ich nur Diabetiker bin. Ja, muss man schon dazu sagen. Ne, wie gesagt, ich beneide dich, dass du so eine Wohnung hast, echt. Schon allein wegen den Garten, den du da draußen hast. Dann ein bisschen kultivieren den Garten, wie es gehört. Ein schönes Zelt. Und so, ja. Wir haben schon schönes Wetter gehabt. Wir haben schon über 20. Bekannte da drin, die kennen seine Türen. Ich kenne hier sowieso ein paar Leute schon vom Frühjahr. Aber ich habe niemals gedacht, dass es so aussieht vorne und hinten. Das ist so, das kann man sich gar nicht vorstellen. Großartige Wohnungen schon. Da hat jeder. Die unten hat einen großen Schäferhund, die drüber hat zwei Hunde. Alle haben eine Hunde. Ja, die haben Hunde, damit sie Wache schieben, die Hunde. Ich weiß nicht, wie das ist. Alleinstehende Frauen haben immer Hunde. Und in der Hundestraße schimpfen sie wieder über mich, aber andererseits waren sie froh, wenn ich noch draußen war. Das war ja ein Loch, gell? Der hat eine Wohnung gehabt in der Oderstraße. Das ist da hinten, wo der Knast ist. Im 50. Stock. Im 50. Stock. Das heißt, wenn deiner mal gescheit besoffen gewesen wäre im 50. Stock, dann braucht man aus dem Balkon mal ein bisschen sich herauszulehnen und dann wäre der Ofen aus. Ja, ja. Da fährt es ja so spät nach Furt, hä? Tja. Tja. Ja? Ich will was sagen, aber ich darf es nicht sagen. Ich kann den Zirkus ja und der Liebe, der tanzt. Aber die Bilder, das sind eine Faszination. Wenn man sieht, die Frauen, die gestorben sind, das Bild hübsch, wo sie jung waren, das ist ja, das ist etwas. Aber die, wie gesagt. Reich war die, gell? Die haben ja ein sechsstöckiges Wohnhaus gehabt. Ja, eine davon, die Schwester von der anderen, die Uschi, die Schönere, die war Ärztin, die soll angeblich von einem Mann betrogen worden sein. Ist das so oder nicht? Ich weiß noch nicht. Ja, die ist ausgenommen worden, leider. Von solchen Männern. Ich bin nicht so. Ich nicht. Da, wenn du sie abgibst mit dem Haus, dann hast du nicht mehr da. Das war, wie du weißt. Das ist ein Teufel. Jetzt ist er 9 Monate alt. Papiere alles, gell? Vaginalpapiere kosten 100 Euro oder was schon. Männchen oder Weibchen? Weibchen. Ja. Musst du kastrieren oder nicht? Nein. Ich weiß nicht. Vielleicht kriegt er mal Jungen und verkauft es. Ja. Kira. Er schaut ja gut aus. Mein Pudel, wo ich gehabt habe, der war so, weißt du? Ja, wie bist du zu diesem Hund gekommen? Vom Globus habe ich das gelesen. Die Frau hat auf Umschulung müssen. Und der Hund hat weg müssen. Da habe ich gesagt, gut, ich nehme noch, ich habe Rente, da kann ich nicht mehr. So sieht's aus. Ich bin die Erstfrau. Aber einen Hund haben sie immer halten können. Ah. Großer Garten, alles. Da muss ich nie nehmen. Einer, der ist echt okay. Da bist du auch dabei, oder? Ja, natürlich. Schau zu, dass du es draußen machst. Beim schönen Wetter. Im September. Hoffentlich ist es noch schön. Normal schon am Fuß. Normal schon, ja. Jetzt kommt dann der Damis von Brasilien auch wieder. Na, der Anfänger. Das ist ein Individuum aus Anfängen, da kann man ruhig sagen, der hat auf irgendeine Art und Weise hat er Frührente beantragt, sie auch bekommen. Und er geht öfters nach Brasilien. Genauer gesagt zweimal im Jahr. Einmal zum Hinfliegen und dann wieder zum Zurückfliegen. Zum Zurückfliegen, damit er vom Arzt wieder Stempel bekommt. Angeblich soll er taub sein im Ohr, was ich aber nicht glaube. Weil zu dem habe ich mir Arschloch gesagt, das waren 100 Meter, hat er das verstanden. Ja, ja. Dann hat sie mir gesagt, hast du zu mir Arschloch gesagt? Dann habe ich gesagt, das habe ich aber 100 Meter dahinter gesagt. Ein Simulant. Ja, Klaus, willst du nicht arbeiten gehen? Ja,
Hast du keine Lust zum Arbeiten gehen? Ich als Rentner. Also bist du Rentner? Na gut, wenn er Rentner ist, dann könnte er normalerweise nochmal arbeiten. Bin ich gar nicht so. Ich habe für den Staat nur gearbeitet.